Ein riesiges Mutterschiff wurde gerade von einer Kamera unterhalb der ISS gefilmt. Ein 4K-Video, das uns ein zylindrisches UFO zeigt, wie es blitzschnell über den Planeten hinwegrast. Kein Satellit und auch kein Weltraumschrott. Nichts, das vom Menschen stammen könne. Wir schauen uns heute das erste wenige Tage alte Filmmaterial eines Objekts an, dessen Form bereits über sehr lange Zeit beobachtet werden kann, sowohl im Weltraum als auch von der Erde aus. Am Ende führt es uns zu einem offiziellen Video der NASA, bei dem wirklich niemand mehr bezweifeln kann, dass sie tatsächlich hier sind. Wie immer direkt nach dem Intro. Meine Lieben, derzeit geht ein Video viral, das uns ein riesiges Objekt im Erdorbit zeigen soll. Ein zylindrisches Mutterschiff, wie es so manch einer nennt. Aufgenommen mit einer 4K-Kamera von der ISS aus. Und tatsächlich scheint es derzeit keine irdische Erklärung dafür zu geben. Kein Satellit, kein Weltraumschrott oder ein Fehler in der Linse. Und tatsächlich ist es bei weitem nicht das einzige zigarrenförmige Objekt, das sowohl im Erdorbit als auch von der Erde aus festgehalten werden konnte. Selbst das allererste UFO-Foto zeigt uns diese Zylinderform. Aber fangen wir wie immer von vorne an mit den erst wenige Tage alten und wirklich spektakulären Bildern. Schaut da mal rein! Die Sen Corporation, ein junges Unternehmen, das sich laut eigener Aussage dazu aufmacht, den Weltraum zu demokratisieren, mit Hilfe von Videos aus dem Weltraum, in Echtzeit. Ziel ist es, die Menschheit zu informieren, aufzuklären und zu faszinieren, anhand Aufnahmen aus dem erdnahen Weltall, die vielen verschiedenen Missionen, sei es SpaceX-Flüge, Experimente auf der ISS oder neue Satelliten der ESA. Womit sie aber niemals gerechnet hätten, dass ihr bisher meistgeschaute Video keine irdischen Astronauten oder Weltraumfahrzeuge zeigt, sondern ein UFO, ein rasend schnelles Objekt, das binnen Sekunden über den Planeten hinwegrast. Erst am 21. März 2024 schaffte es die erste 4K-Kamera des Unternehmens in den Weltraum, an Bord eines SpaceX-Versorgungsschiffs. An der ISS angekommen, wurde die sogenannte Space TV One-Kamera unterhalb der Raumstation installiert, sendet seitdem den Blick auf die Erde, bildet dabei einen etwa 240 x 180 Kilometer großen Bereich ab. Am 12. November, vor wenigen Tagen erst, sollte die Space TV-Kamera etwas einfangen, das sich die Betreiber einfach nicht erklären können, teilten die Bilder davon gar in den sozialen Netzwerken. Was ist dieses zigarrenförmige Ding, das so schnell über die Erde hinwegrast? In rund 400 Kilometern Höhe, unterhalb der ISS, der Internationalen Raumstation. Und tatsächlich, was immer es auch ist, es rast mit enorm hoher Geschwindigkeit über den Planeten hinweg, wie ein langer weißer Pfeil, entgegengesetzt der Flugrichtung. Kein typischer Orbit für einen Satelliten. Doch was ist es dann? Seit der Veröffentlichung des Videos hat man versucht, es zu analysieren. Interessant ist dabei vor allem die angegebene Zeit der Aufnahme. Sowohl die Position der ISS als auch die aller anderen Satelliten sind öffentlich und in Echtzeit einsehbar. Zu dieser Zeit aber befand sich lediglich die Raumstation an diesem Ort. Nichts über ihr und nichts unter ihr. Ebenso habe man ausschließen können, dass es sich hierbei um Weltraumschrott handelt. Blieben also nur noch militärische Satelliten, die ganz offensichtlich nicht in der öffentlichen Datenbank einsehbar sind. Eine Vergrößerung der Aufnahme und der Vergleich mit anderen Videos, die uns vorbeifliegende Satelliten zeigen, brachte wahrlich Erstaunliches zutage. Was immer es auch ist, es hat tatsächlich die Form, wie sie uns auch auf den Bildern erscheint.
eine zigarrenartige oder zylindrische Form. Nichts, das durch die Geschwindigkeit oder einer niedrigen Framerate nur so erscheint. Nichts, was optisch auseinandergezogen wurde, sondern ein sehr viel längeres als breiteres Objekt. Damit wäre auch die letzte Option ausgeschlossen. Kein militärischer Satellit. Doch was zeigen uns die Aufnahmen dann sonst? Aus welchem Grund wird es derzeit als Mutterschiff bezeichnet? Ist es etwa nicht das erste Mal, dass es beobachtet werden konnte? Und ist es, was immer es auch sein mag, schon sehr lange hier? Wirklich sehr faszinierende Aufnahmen und wirklich nur sehr schwer zu erklären. Das einzige Problem, wenn man es denn so nennen will, ist die Größenbestimmung. Zwar gibt es da Schätzungen, Laien, die von einem riesigen Objekt sprechen. Ich meinerseits bin da aber etwas vorsichtiger. Es gibt da überhaupt keine Anhaltspunkte, um irgendwie zu bestimmen, wie groß es denn nun wirklich ist. Interessanterweise wird diese Zigarrenform immer wieder beobachtet, durch die Jahrzehnte und gar Jahrhunderte hinweg. So auch während der Zeit, als das erste UFO-Foto der Geschichte aufgenommen worden sei. Schon das erste bekannte UFO-Foto zeigt uns ein zylindrisches Objekt. Eine seltsame Zigarre am Himmel über New Hampshire, in der Nähe des Mount Washington, damals noch als Luftschiff bezeichnet, fotografiert im Jahre 1870, nach Schätzungen etwa 90 Meter lang. Ein Objekt, das in den Jahren danach immer wieder beobachtet werden konnte, über dem gesamten Kontinent. Berichte, die heute in Vergessenheit geraten zu sein scheinen. Ein alter Artikel der Sacramento Bee, einer örtlichen Tageszeitung, steht nur stellvertretend für die immer gleichen Sichtungen. So hieß es damals dort. Am Abend zwischen 18 und 19 Uhr bot sich ein absolut atemberaubender Anblick am Himmel. Menschen in verschiedenen Teilen der Stadt sahen, wie sich über den Dächern von Häusern ein Objekt über dem Himmel bewegte. Dieses Objekt bewegte sich ungleichmäßig von Ost nach Südwest, sank dann zu Boden und stieg dann plötzlich wieder in die Luft herauf. Einige der Hunderten von Zeugen, die es beobachten konnten, gaben an, dass das Objekt enorm groß und wie eine Zigarre geformt war. 100 Jahre später sorgte abermals das Foto einer länglichen Zigarre für Aufruhr. Ein Foto aus dem Weltraum von der NASA-Mission Gemini 12, die 10. und letzte der Gemini-Mission, aufgenommen am 12. November 1966. Heutzutage könnte man dieses zylindrische Objekt gut und gerne als Weltraumschrott abtun. Doch Mitte der 60er Jahre war der erdnahe Orbit noch alles andere als zugemüllt. Erst 9 Jahre zuvor wurde schließlich der erste menschliche Satellit ins Weltall geschickt, Sputnik 1. Könnte es sich hierbei also um eine sehr frühe Aufnahme des Objekts handeln, das nun erst unterhalb der ISS gefilmt worden ist? Zumindest ein baugleiches Objekt im Ruhezustand. Mehr als 10 Jahre zuvor sahen Menschen auf dem europäischen Kontinent ebenfalls ein seltsames zylindrisches Objekt. Genauer gesagt am 17. September 1954 gegen 16.45 Uhr. Hunderte Menschen sahen an diesem Tag ein UFO über Rom hinwegfliegen, bis es dann über ihnen stoppte. Während des Schwebens, so heißt es, habe es ein starkes Grollen von sich gegeben. Dann sei es ganz plötzlich in einen Sturzflug gegangen, nur um Sekunden später wieder in seine ursprüngliche Position zurückzukehren. Anschließend stieg es dann instantan direkt nach oben. Eine weitere Stunde später, gegen 17.45 Uhr, sehen Lieutenant Bruno Gustiani und andere Mitarbeiter einer Militäreinheit am Flughafen Ciampiano in Rom ebenfalls diese seltsame Zigarre. Sie habe sich mit 300 Stundenkilometern in einer Höhe von 1 Kilometer bewegt. Um 18.49 Uhr dann konnte es gar vom Radar des Luftwaffenstützpunktes Praktica di Mare erfasst werden, südlich von Rom. Nach weiteren 45 Minuten setzte es einen Kurs entlang der Küste und verschwand. Interessanterweise sprechen die frühen Zeugenaussagen von einer Quallenform, wenn es stehen blieb. Im Flug sei es aber zigarrenförmig gewesen.
Als ich gestern Abend gelesen habe, dass es beim Stillstand eine Quallenform besaß, habe ich schon ein wenig Gänsehaut bekommen. Eine Form, die nun erst wieder im US-Kongress diskutiert wurde und in den Dokumenten zum Geheimdienstprogramm Immaculate Constellation steht. Schon wirklich faszinierend. Kommen wir zu zwei sehr besonderen Aufnahmen und viele sind davon überzeugt, unter anderem ich auch, dass sie einen der besten Beweise für Aliens auf der Erde darstellen. Nur kurze 7 Sekunden lang und doch eines der spektakulärsten Videos eines zylindrischen UFOs, gefilmt von einer Drohne in Ungarn, genauer gesagt in Chobanka am 29. Juni 2020. Die Aufnahme zeigt uns ein Objekt, das sich mehr als nur ungewöhnlich durch den Himmel bewegt. Nichts, was zu einem irdischen Antrieb passt. Viel zu schnell, um ein Ballon oder etwas Ähnliches zu sein. Dieses Ding scheint eine nahtlose metallische Oberfläche zu besitzen. Keine Anzeichen irgendeiner aerodynamischen Eigenschaft. Keine Flügel, kein Motor und auch kein Düsentriebwerk. Es macht dabei mehrere scharfe Kurven mit sehr hoher Geschwindigkeit. Der Filmer berichtet zudem, dass es keinen Überschallknall gegeben habe. Etwas, das es bei dieser Geschwindigkeit eigentlich hätte geben müssen. Nach Analysen des Videos muss dieser metallische Zylinder nämlich mindestens 1800 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Anderthalbfache Schallgeschwindigkeit. Doch immer noch nichts im Vergleich zu dem rasend schnellen UFO, das erst vor wenigen Tagen unterhalb der ISS erschien. Dabei gibt es tatsächlich eine Aufnahme, die allen Skeptikern zeigen sollte, dass dort draußen irgendetwas ist. Im erdnahen Weltraum. Intelligent gesteuert. Ein offizielles Video der NASA. Ein Objekt, das ein unmögliches Manöver im Weltraum ausführt. Das sogenannte Bumerang-UFO in der Nähe der STS-114-Mission. Nicht nur aufgenommen, sondern auch mit den Augen der Astronauten gesehen. Warum es als Bumerang bezeichnet wird, sehen wir dann auf dem offiziellen NASA-Video. Dazu die Aussage von Commander Eileen Collins. Es erschien weiß und leuchtete hell im Kontrast zur Schwärze des Weltraums. Es flog relativ nah an der Raumfähre vorbei, in einer Entfernung, die eine klare Sicht auf das Geschehen ermöglichte. Eigentlich wäre es als bloßes Stück Weltraumschrott durchgegangen, wenn es nicht ein unmögliches Wendemanöver durchgeführt hätte. Es lässt sich einfach nicht durch unsere bestehenden physikalischen Gesetze erklären. Ich weiß nicht, was es war. Um zu klären, was sich die Astronauten nicht auszusprechen wagt, muss man sich einfach nur die Bewegungssätze von Isaac Newton ansehen. Ein Objekt, das im Vakuum des Raums in Bewegung gesetzt wird, bleibt für immer in derselben Richtung, es sei denn, es wirkt eine äußere Kraft auf ihn ein. Eine äußere Kraft oder ein Antrieb. Ist es das, was auch das neueste zylindrische Objekt in Bewegung gesetzt hat? Etwas, das dieser Zigarre erlaubt, sich blitzschnell über den Planeten zu bewegen. Ein Antrieb, der der menschlichen Technologie weit überlegen ist. Ich habe euch schon vor längerer Zeit einmal diese beiden Videos gezeigt und mich persönlich fasziniert mich besonders das letzte immer wieder aufs Neue. Auch wenn es deutlich verschwommener und körniger ist als das neueste 4K-Video. Aber schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn euch die heutige Info gefallen hat, so lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, da freue ich mich wirklich immer sehr. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Augen auf!